dass es Clever Cookies ist, das ist eine neue Sorte. Und das andere Besondere ist, noch ein Eisbecher, genau, ich bin jetzt verfressen und fresse jetzt sogar zwei Eisbecher, weil ich es kann. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich habe heute einen Gast da, und zwar einen Co-Rezensenten, der Jun. Sag, hallo Jun. Hallo, na? Jo, das ist also der Jun, und der wird heute mit mir diese neue Eissorte testen, wohingegen es eigentlich egal ist, wer welches Eis bekommt. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und ja, wir werden darüber berichten, wie wir das Eis finden. Es gibt ja auch ein neues Bewertungssystem, und da wird dann der Jun seine Noten verteilen und ich auch. Und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rumkommt. Was hältst du erstmal so grundsätzlich von dem neuen Eis, so von dem, was du liest, Jun? Klingt das vernünftig oder klingt das nicht vernünftig? Was hast du für Erwartungen, ja, Träume, Wünsche? Also ich habe erstmal große Erwartungen. Ja, ja. Das Cover verspricht schon mal so einiges von den Cookies, weil ich bin Cookies-Fan. Das ist richtig. Cookies sind immer gut, ja. Und von daher hoffe ich, nicht enttäuscht zu werden. Das ist gut. Wo wir auch von wegen beim Cover sind, das sieht tatsächlich ganz nett aus. Hier unten ist so ein Emblem, das ist sonst nicht dabei. Mr. Green und Elephants. Es hat also irgendwas mit Elefanten hier zu tun. Scheinbar. Ich lese einfach mal vor, was das überhaupt ist. Also es sollen clevere Cookies sein. Und zwar ist das Ganze hier an Vanille-Eiscreme mit schokoladigen Cookie-Strudel. Was das wird, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Dann gibt es Double-Chocolate-Cookies, sind vermutlich die dunklen, die schwarzen. Und Chocolate-Chip-Cookies. Marcel hat die Theorie, June hat die Theorie, das ist ein Künstlername, hat die Theorie, dass es dieses... Wie war das? Die Cookies sind dieses Witches, oder wie genau, das heißt. Dieses Witch-Eis. Aber das ist doch normal, der Cookie. Also außen. Genau, es sind zwei Cookies, ein heller und dunkler, und dazwischen sind halt ein Eis. Aber das ist ja so weich doch eigentlich. Ich habe es noch nie gegessen. Genau, ja. Okay. Wir sind gespannt, wir werden das gleich sehen. Erstmal kommt das obligatorische hier einhändige Aufmachen. Es ist auch alles übrigens wieder Fairtrade und sowas, ne? Da legen wir großen Wert drauf. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. So ungefähr auf jeden Fall. Ach, da fällt mir gleich noch was Schönes ein, was ich nur zeigen könnte. Aber erstmal habe ich dem Jun auch direkt die wichtigste Regel gesagt, dass man das Eis erst antauen lassen muss. Der Jun ist ja auch schon ein Ben & Jerry Eis-Profi. Von daher, das wusste er wahrscheinlich auch hoffentlich, dass du dich nicht sofort auf das Eis draufstürzt. Selbstverständlich. Ja, ja. Kein Anfänger. So, und deswegen mache ich das Ganze jetzt hier schon mal auf und lasse das gleich antauen, und danach werden wir das Ganze hier co-rezensieren. So, ja, genau, die Hand ist obligatorisch. Er ist übrigens nicht verheiratet, aber vergeben. Aha, okay, er hat jetzt sogar Premiere gemacht, sieht schon mal ganz gut aus. Guck mal, mein Eis genauso aussieht. Meins ist heller, du bist also eher der Schwarze. Guck mal, meins quillt mehr raus. Ja. Und da sind schon direkt riesige Cookie-Stücke hier. Ich bin hellauf begeistert, am liebsten würde ich es jetzt sofort fressen. Ich glaube, das hier ist der Cookie-Strudel. Wir lassen es ein bisschen antauen, und dann melden wir uns gleich zurück. Jun, der erste Eindruck von dem, was wir sehen, sieht gut aus, oder? Ja, was meinst du? Vielversprechend. Vielversprechend. Vielversprechend, sagt er. Wollen wir mal sehen, ob das so vielversprechend bleibt. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Das ganze Ding schmilzt uns hier gleich schon weg, würde ich sagen. Von daher müssen wir das jetzt probieren. Sind wir schon alle gespannt, Jun? Ich würde sagen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon zittrige Hände. Zittrige Hände. Das sind die Junkies hier. Wir gucken jetzt vielleicht nur noch hier, was hier an diesem tollen Text drin steht, wenn die Kamera mal scharf stellt. Und zwar: An dieser Sorte ist so viel mehr dran, als man sehen oder löffeln kann. Diesen Becher haben wir mit extrem leckeren Cookies vollgepackt. Nicht nur, um eure Geschmacksnerven zu beglücken, wir unterstützen damit auch die Gewinner unseres Bist du der nächste Ben Jerry Wettbewerb. Aha, da haben wir drei junge Genies mit Businessmodellen entdeckt, die Gesellschaft nachhaltig bereichern werden. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Ja, toll, irgendwelche Business-Erfahrungen. Ich fress euer Eis ohne Ende und ich kriege keinen Dank dafür. Okay, ja, also es sieht gut aus, es ist recht weich. Ja, ja, ich glaube, man kann das probieren. Na, hier oben ist noch ein bisschen fester, aber man kann das schon mal antesten, auf jeden Fall. Was wir jetzt einfach mal so tun. Ich werde jetzt hier mal etwas so... Die Kamera, das Licht ist alles scheiße hier. So, hier reingraben, mal schauen, was hier so geht. Oh, hier ist direkt ein Riesenkeks, den man hier mal so rausgraben kann. Mhm, den probieren wir mal. Schönes gefunden. Auch hier so... Schon so ein Keksstück, so dunkles. Mhm. Oh ja. Oh ja. Sehr guter Keks. Der Jun hat direkt den dunklen Keks, er steht wohl mehr auf die schwarzen. Ich probiere erstmal das reine Eis. Das reine Eis, die Grundsubstanz. Ja. Was irgendwie so ein Gemisch zu sein scheint, wie es mir vorkommt. Ja. Irgendwie so. Kleine Chocolate Chips.
Kann einiges. Kann was, ja. Kann was. Kann was. Okay, das ist dieser Strudel scheinbar. Das scheint mir eher so ein pürierter Karamell-Schoko-Strudel irgendwie zu sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meins braucht noch einen Moment. Aber Geschmack, Grundsubstanz ist schon mal nicht schlecht. Aber zum Bewerten natürlich noch nicht weit genug fortgeschritten. Noch nicht weit genug gelöffelt. Aber der helle Keks war schon mal sehr gut. Wie war der dunkle Keks? Also ich würde ihn jetzt nicht überbewerten wollen. Also aha. Ich würde ihm so eher so eine 3-4 schon mal geben. Dem dunklen Keks. Dem dunklen Keks, mhm. Genau. Ein bisschen, ja, sind ist okay. Ich habe den Eindruck, die Kekse sind etwas fester als zum Beispiel bei Cookie Doo oder bei Fudge Brownie. Bei Fudge Brownie ist das ja auch mehr so weicher Teig. Und bei Cookie Doo ist ja auch Cookie Doo halt Keksteig. Genau. Und das sind jetzt richtige Cookies, deswegen ist es fester. Ja, so kommt mir so vor. Krümeliger, genau, das stimmt. Bisschen knuspriger. Wir werden sehen. Okay, wir löffeln hier ein bisschen, beziehungsweise warte ich zumindest noch ein bisschen und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Bis gleich. Ich habe etwas Geiles gefunden, und zwar mein tolles Telefon. Übrigens ein Google Nexus, aber das ältere, hat sogar ein Kameralicht. Damit kann man viel schöner die ganze Farbe sehen. Man sieht hier direkt einen riesigen, gigantischen Cookie, der so groß ist wie mein Daumen. Er ist, wie gesagt, hier der Schwarze. Er gräbt hier auch schon weiter rum. Ich finde sehr... Ach, guck mal hier. Da ist auch jetzt ein heller. Nicht schlecht. Da sind richtig so Schokostücke drin, kommt mir so vor. Da in dem Keks drin auch. Ja. Ups, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber ich lasse noch etwas schmelzen. Ich wollte euch nur sagen, dass meine Kamera Licht hatte. Toll, ja? Okay, gut. So, wir sind gerade hier schön am Graben. Das ist meine Grabstelle, das ist Junes Grabstelle. Und zeig uns mal, was du da Tolles gefunden hast. Ja. Das ist ein Cookie. Halt mal deinen Finger daneben. Ich will jetzt nicht in deinem Eis rumbröckeln. Finger im Vergleich zu Cookie. Gigantisch. Das sieht echt schön aus. Ich hier auch. Ich habe jetzt mal so ein paar Cookies aufbewahrt. Hier ist alles voller riesen Cookie-Stücke. Was mir aber aufgefallen ist, die dunklen Cookie-Stücke sind deutlich kleiner und viel weniger da als die hellen. Von den dunklen Cookie-Stücken hat man nur so vielleicht wie Fingerkuppen groß und viel weniger. Und kannst du ausmachen, was der Strudel sein soll? Also ich irgendwie nicht. Das ist einfach so... Gesamtes Gemenge. Also einfach irgendwas vermischt einfach nur, scheint mir so zu sein. Ja, ja. Also vom Bodycount, glaube ich, wird es richtig schöne große Noten geben. Da werden wir gleich noch drüber diskutieren. Ich möchte schon mal eine kleine Note abgeben, und zwar für Idee-Design. Ist jetzt nicht, wer weiß, was Besonderes, aber ich finde einfach das Design der Box einfach ganz stimmig von den Farben her. Die Kekse hier alles im Hintergrund, dann diese clever Cookies. Nichts Besonderes. Warum das jetzt clever ist, weiß ich auch nicht. Es sind halt Cookies. Deswegen gebe ich da aber einfach mal, weil mir einfach diese Farbgestaltung schön gefällt, 4 von 6 Punkten. Was würdest du sagen, June? Was hätte es von der Idee vom Design her verdient, so die Idee, alles mit Cookies vollzustopfen und sowas. Und die Idee, also ein Cookie-Eis zu machen, finde ich sehr gut. Ja. Da würde ich dann 4 Punkte geben. Mhm. Aber jetzt, was das Design, das Cover betrifft, bin ich ein bisschen enttäuscht. Da würde ich eher so 3 geben. Aber das ist eine Note. Ja, du musst dich entscheiden, 3 oder 4? Dann würde ich doch eher 3 geben. 3, okay, da haben wir das schon mal. Wir werden jetzt hier weiter graben und kosten und melden uns dann zurück, wenn wir über die anderen Sachen Aufschluss haben. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, viele Kekse. Also, bis gleich. Schon recht weit und Marcel genießt mehr als ich. Er ist langsamer. Ich bin schon etwas weiter. Wir wollen schon mal die Noten für die Grundsubstanz abgeben, glaube ich, können wir machen. Was würdest du denn dafür geben und warum? Also Grundsubstanz würde ich sagen, ist eine 4. Mhm, okay. Das finde ich ganz gut. Und die Einlage, die Cookies, da würde ich sagen, die hellen sind definitiv besser als die dunklen. Ja. Aber das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Die hellen Cookies sind dadurch auch noch größer als die dunklen. Die dunklen sind halt definitiv kleiner. Und da würde ich dann auch eine 4 geben. Okay. Also eine 4. Das ist gut, das hört sich gut an. Er hatte für das Design und die 3 gegeben, für den Geschmack der Hauptsubstanz 4 und für den Geschmack der Einlage auch 4. Also ich bin von der Hauptsubstanz ein bisschen enttäuscht, weil es schmeckt weder nach Vanille deutlich, was es sein soll, noch nach Schokolade. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist einfach nur irgendeine süße Creme. Nichts besonders hervorstechendes, wie zum Beispiel das Haselnusseis.
bei beim All or Nothing oder Karamelleis. Von daher kriegt das von mir die Hauptsubstanz nur 3 Punkte. Und zum Rest sage ich zum Schluss was, weil es langsam wegschmilzt und ich das Eis jetzt erstmal esse. Es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut und wir werden nachher das Fazit abgeben, würde ich sagen. Also bis gleich. Es ist mal wieder soweit. Ich konnte mich nicht halten, habe alles aufgefuttert. Der June ist jetzt auch gleich durch mit seinem Eis. Mhm. Wir sind auch mit der Bewertung durch. Wir sind uns in der Gesamtpunktzahl sogar erstaunlich einig. Bei 2 Punkten sind wir etwas anderer Meinung. Und zwar würden wir wie folgt den Bodycount, also wie viel wir drin haben, mit 4 von 4 bewerten. Er hat es geschafft. Tada! Wir geben für den Bodycount beide 4 von 4, weil wirklich große Cookie-Stücke teils mit so einer Größe hier drin sind. Davon auch recht viele. Was absolut fehlt, sind die dunklen Cookie-Stücke. Es sind überhaupt keine drin. Wir hatten jetzt beide auf dem ganzen Eisbecher jeder vielleicht 4 Stück und die sind, wie gesagt, so groß wie eine 1-Cent-Münze. Also von den dunklen Cookies ist gar nichts drin. Und da wir jetzt mal behaupten, dass, weil wir 2 Becher hatten und das in jedem so war, ist das nicht irgendwie so ein Abfüllfehler. Und wie gesagt, wenn, sind die auch sehr klein. Und das gibt dann halt aufgrund dadurch, dass sie ein bisschen weniger drin sind, ein bisschen Abzug von diesem Strudel, der auch als Einlage gelten würde. Kann man für den Bodycount nicht wirklich was zu sagen, weil der einfach da drin verschwindet. Deswegen gibt da jeder 4 von 6. Idee Design hat, wie gesagt, haben wir schon gesagt, ich 4, der June 3. Geschmack der Hauptsubstanz gebe ich nur 3, weil einfach das weder Vanille noch Schoko noch sonst irgendwie was ist, sondern einfach irgendein Mischmasch, der einfach nur süß schmeckt, aber nicht nach irgendwas Besonderem einfach. Lecker ist, cremig und so weiter, sahnig, vom Geschmack an sich gut, aber nichts Herausragendes. Der June gibt dabei hingegen 4, er fand das Ganze wohl etwas leckerer. Genau, das heißt Geschmackssache und ich stehe mehr auf süß und... Richtig, er braucht nichts Besonderes, daher, Hauptsache Zucker. Genau. Hauptsache Zucker. Okay, und Variabilität geben wir beide 5. Warum, das kannst du ja mal erklären. Warum geben wir 5 für die Variabilität, was ja eine recht hohe Punktzahl ist? Ja, also grundsätzlich ist da schon vieles Unterschiedliches drin. Verschiedene Cookies, sowie vom Geschmack und Größe. Geschmack und Größe, das ist immer gut, genau. Richtig. Ja, und die 2 Eissorten, dann dieser Swirl, der gut, der ein bisschen untergeht, aber generell ist das schon ganz gut durchmischt. Richtig, von der Variabilität kann man da echt nicht meckern und wahrscheinlich hätte es sogar 6 gekriegt, vielleicht von 5, wenn man überlegt, welche Sorte gibt es, die noch mehr Variabilität hat. Da wäre höchstens Blondie Brownie, die den Kern hat, dann die Eissorten, dann helle und dunkle Cookies. Es kommt fast aufs Gleiche hinaus. Man könnte auch 6 geben, aber wir lassen uns einfach mal ein bisschen Luft nur nach oben. Genau. Also Variabilität kann man echt nie meckern. Da kann man aber auch nie meckern. Das ist also eine sehr gute 5 mit Tendenz nach oben. Geschmack Einlage geben wir beide 3. Ich ganz kurz, Keks. Ich sag mal, wenn nur der helle Keks drin gewesen wäre, hätte es Geschmack Einlage 4 gegeben. Aber da dunkler Keks kaum da war und geschmacklich ist nicht wie, auch nicht, wer weiß, wie besonders war, da auch keine Traumnote und der Strudel ging total unter. Von daher, den hat man überhaupt nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, wo der Strudel sein sollte. Deswegen können wir da nicht die Einlage bewerten. Deswegen geben wir da 3. Wenn wir nur die hellen Cookies bewerten müssten, könnte man auch durchaus eine 4 geben. Aber das muss man nicht, weil die ja jetzt nicht alleine da sein sollten. Genau. Summa summarum haben wir dann 12, 15, 20, 23 Punkte pro Nase. Und 23 plus 23 durch 2 ergibt, genau, 23 ist unsere Durchschnittsnote. Durchaus nicht schlecht, 23 von 30, ich weiß gar nicht mehr, was hat er, All or Nothing, 18 oder sowas. Also es ist schon besser, aber es kommt nicht an meine Favoriten dran, wie Half Baked und Blondie Brownie. Was ist eigentlich dein Lieblingseis, June? Ich würde sagen... Oder Blondie deine Brownie. Lieblingseissorten, auch Blondie, Blondie Brownie. Ja. Der Karamell kennt, der kann einiges, ne? Der, genau. Ja, das ist wohl wahr. Gut, also, ich würde sagen, das war's auch. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, dass ihr Hunger habt. June, abschließende Worte, genau. Gibt es irgendwie was? Oder? Ja, vielen Dank auch nochmal fürs Zuhören und ich sag nur, kaufen. Ihr müsst es auch mal testen. Dann könnt ihr jetzt für euch selber entscheiden, wie ihr es findet. Richtig. Und, wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Rezension
von einer neuen Ben & Jerry's Sorte. Richtig, wir werden den June bestimmt nochmal als Gast da haben. Es gibt ja noch genügend Eissorten, die getestet und nachgetestet werden müssen mit dem neuen Bewertungssystem. Von daher werden wir uns einfach jetzt wochenlang mit Eis vollfressen. Vielleicht. Also, macht's gut, bis dahin und tschüss.